Ja, ich möchte, der Titel ist auf Englisch, aber ich spreche Deutsch. Ich erzähle euch, was Bilderkennung kann heute. Und dafür habe ich Captures ausgewählt. Und diese Captures zeigen immer Hunde und was anderes. Also in dem Fall Hund und Muffin. Und wesentlich geht es darum, dass ich ein Stück TensorFlow-Modell benutzt habe. Und TensorFlow ist ein Google-Produkt und da gibt es ein vortrainiertes Modell. Und was diese Sachen da unten bedeuten, ist egal, aber es sieht gut aus. Also außerdem gibt einem das eine Idee von Komplexität. Also das Modell hat richtig Power und man kann sich das einfach runterladen. Also man muss da nichts tun. Kriegt man von Google. Und es ist trainiert auf dem sogenannten ImageNet. Also es ist eine frei verfügbare Datenbank. Da steht oben in der Ecke 14 Millionen Bilder und 21.000 Kategorien. Also damit ist dieses Modell vortrainiert und deswegen kann es Sachen erkennen. Ich habe da nichts nachtrainiert, das ist total Vanilla, kann sich jeder runterladen. Man ist nicht beeindruckt. Also, wie sieht das Experiment auf? Also ist diese von Google bereitgestellte Geschichte, ist die mächtig genug, um Captures, wie sie Google ausspielt, erkennen zu können? Also es ist nicht ganz, es gibt einen kleinen Trick, aber das ist die Herausforderung. Wir haben jetzt schon ein bisschen so kleine Teaser gesehen, wen wir da jetzt voneinander unterscheiden müssen. Aber das ist unsere erste Aufgabe, die erste echte Aufgabe. Und die Aufgabe ist Hunde hintern. Also ich weiß nicht, wer die Bilder überhaupt sich ausgedacht hat. Oder französisches Weißbrot. Und also es ist nicht leicht. Also da oben links zum Beispiel habe ich für ein Brot gehalten, hat aber kleine Füßchen, wenn ihr genau guckt. Also das ist tatsächlich wahr. Es gibt tatsächlich eine technische Komponente. Ich habe euch die Aufrufe hier mal gezeigt. Es ist relativ langweilig, aber man kann es einfach so aufrufen und man kriegt so raus, der hält diese Hundehintern tatsächlich korrekt entweder für einen Welsh Corgi, was sie sind, oder einen Agora-Hase. Und wenn es kein Hund war, hat das tatsächlich richtig erkannt. Nächstes Bild, Puppy oder Bagel. Und das ist irgendwie auch echt, na, guck doch einfach mal. Ist nicht leicht, ne? Also manche ja, manche nicht so. Wie sie sich einrollen, die Tiere. Ja, ich glaube, das würden wir schon ganz gut hinkriegen. Wieder die Ergebnisse. Er ist unheimlich gut. Ein Redbone ist auch eine Art Hund. Also wir sehen immer Wahrscheinlichkeiten, was er glaubt, was er sieht. Also zum ersten 67% Redbone, beim zweiten denkt er Golden Retriever. Und die beiden unteren sind tatsächlich zwei Bagels und die erkennt er mit 96%iger Wahrscheinlichkeit. Und das ist total das Standardmodell. Total läuft auf meiner Kiste. Ja, ich glaube selbst, also ich sehe sie ja sehr gut vor mir und ich muss irgendwie relativ lange gucken. So oben links, da guckt eine Schnauze raus, ne? Seht ihr, oder? Und in der Mitte, unten der hier, das ist auch eine Schnauze, ne? Also nicht so einfach. Da kommt die Kiste so an ihre Grenzen. Also die findet tatsächlich raus, dass es sich um Sheepdogs handelt, also tatsächlich um den Schäferhund. Oder um ein Kommando, aber er kriegt es mit einer gewissen schlechteren Wahrscheinlichkeit, sagt er, es könnte auch ein Mob sein. Also da ist die Kiste nicht sicher und die Mobs hat er alle richtig erkannt. So. Ja, man denkt, das kann nicht noch cooler werden, ne? Und dann kommt das Ding. Ne? Also da ist es auch, ich glaube, bei dem Ding hier unten ist im Hintergrund auch noch ein Hund drauf, oder? Das da hinten, ist das nicht ein Hund? Oder, und irgendwie sind sie auch alle irgendwie appetitlich. Man möchte Chicken Wings essen, man möchte den Pudel streicheln. Und dann wieder dieselbe Geschichte. Mini-Pudel findet er raus oder Battling Terrier auf jeden Fall richtig Hund. Und er findet nicht richtig raus, was das andere ist. Das ist uns auch echt schwer, aber er findet raus, das ist zumindest kein Hund. Er hält das für Blumenkohl, sicher. Naja, und Hen of the Woods, weiß ich gar nicht, was das auf Deutsch heißt. So, hier noch ein. Ja, ein bisschen abgeschnitten, aber das ist also Stracciatella-Eis oder Dalmatiner-Pups. Also. Und das Ding in der Mitte, was sagt ihr? Sind da Ohren? Sind da Schwänze? Ja, ich glaube auch. Aber das hier, ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Was ist das? Wieder die Kiste, wieder Geschichten. Dalmatiner-Hund, Wahrscheinlichkeit 76%, 99%. Und bei dem anderen hat er zumindest irgendwie rausgekriegt, ist ein Pretzel oder es ist Ice Cream. Das heißt, das Ding kriegt das hin. Das heißt, totales 0815 Ding ist in der Lage, sowas zu erkennen. Relativ cool. Also, das bedeutet, unser Experiment hat im Prinzip geklappt. Also im Prinzip leider nur, weil ich ein bisschen geschummelt habe.
weil das natürlich nicht echte Captchas sind. Also wer hat schon mal ein echtes Captcha gemacht, der weiß, die sehen nicht ganz so aus, sondern die sehen eher so aus, wie das, was man zum Beispiel bekommt, wenn man sich bei DHL anmeldet oder so. Und diese Captchas sind tatsächlich von einem Menschen erzeugt worden. Die habe ich auch geklaut. Also ich habe den Witz quasi von dieser Dame entführt. Die hat sich einen riesigen Spaß daraus gemacht, diese Captchas zu machen, um uns zu unterhalten. Also sind nicht wirklich echte Captchas. Die heißt Teeny Biscuit und auf dieser Übersicht sieht man auch noch ein paar lustige andere Sachen, Bananen und so. Und ein echtes Captcha würde eher so aussehen. Das heißt, vielleicht sahen früher Captchas mal so aus wie das, was sie gemacht haben. Inzwischen sehen die sehr viel schwieriger aus, nämlich so. Und der technische Hintergrund ist, beim Lösen dieser Captchas trainiert ihr quasi wieder Google-Modelle, die quasi Bilderkennung machen. Das heißt, während ihr Captchas löst, manchmal kriegt man zwei oder drei und wundert sich, wieso das denn, trainiert das Zeug. Und der Talk ist eigentlich jetzt vorbei, aber ich hatte noch drei Folien und deswegen habe ich quasi best of andere Geschichten hier gemacht. Ich weiß nicht, wie dieser Hund heißt, Shiba, dieser Speckhund da, ist im Verband mit mir irgendwie. Und diese Eiscreme. Und es ist relativ cool. Also man kriegt es irgendwie raus. Ja. Ich kann es eigentlich auch, wie gesagt, ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen. Wir können mir mal den Besten uns raussuchen. Die Eule, relativ cool. Ne? Also der da ist mein Favorit und dann der Apfel. Da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Einen haben wir noch, müsste zumindest laut Anzeige meiner Folien. Papagei oder Guacamole? Ne? Aber auch wieder appetitlich, ne? Die entzückenden Tiere und außerdem will man sich das reinhauen. Ne? Hier, auch schön. Ah, lecker. Und das da, ist das der Papagei noch irgendwo? Ja? Wunderbare Geschichte. Das war's. Vielen Dank.